Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Mike und wir spielen wieder Tides of Numenera weiter. Wir haben im letzten Mal eine große Problematik hier abgewandt, also diesen Gegner hier, der herumgestanden hatte und es auf die ganze Saurus-Klippe abgesehen hatte. Oh mein Gott, wir haben wieder den Tag gerettet hier. Und ich möchte jetzt noch versuchen, ob ich mit einem dieser Kollegen sprechen kann, ob mir jemand helfen kann für die Klippen unten im Cliff, also bei diesen Gedankenschehen der Wesen. Das wäre echt eine gute Idee. Aber offensichtlich, der bringt mir keine neuen Optionen. Das finde ich jetzt schade. Ich hätte gehofft, dass ich hier vielleicht noch jemanden finde, der sagt, okay, ja, ich helfe euch. Was war das denn vorhin für ein Auge noch im Kopf, mit dem Sie diesen Widersacher entdeckt haben? Das Geschehen ist geschehen, schätze ich. Ihr könnt es jetzt ruhig erfahren. Ich wäre euch jedoch dankbar, wenn ihr mein Geheimnis bewahrt. Ich bin ein Mlox, der Geist einer Maschine im Körper eines Menschen. Die meisten Mloxaner sind ruhig und freundlich. Wie ihr wollen wir in erster Linie unsere Ruhe haben. Und hier, unter meinen Freunden, kann ich sein wie ihr. Ich kann nützlich sein. Aber wenn es euch nichts ausmacht, möchte ich nicht weiter darüber sprechen. Unter uns gilt das als unhöflich. Und gleich nochmal, wie war das nochmal im Mloxan? Okay, schön, danke. Dame von der Flur. Wer war? Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wäre Ferrok dabei gewesen? Es war ja eine Projektion. Ich stehe für immer in deiner Schuld, mein Freund. Wie immer. Er ergreift deine Hand und du stellst fest, dass der geplagte Blick nicht mehr in seinen Augen ist. Seit Ewigkeiten fühlt es sich zum ersten Mal so an, als wäre eine dunkle Wolke abgezogen. Du hast wundervolle Dinge für uns getan, für die Stadt. Sie werden es nie erfahren, doch du bist ein wahrer Held. Oh, Schattenstritt. Bewegungsgeschwindigkeit plus 2 Geschwindigkeitspool. Bonusschaden, Aufwand bei Esoterieangriff. Minus 2 Kraftpool, negativer Effekt. Das ist ein gebundener Gegenstand. Okay, cool. Gefällt mir. Wir können nicht glauben, dass wir endlich frei sind. Er greift unter den Tisch und holt einen merkwürdigen aussehenden Apparat hervor. Hier, sagt er, nimm das. Du hast es dir verdient und noch mehr. Ja, erzählt mir etwas über euch. Haben wir das schon mal gehabt? Ich glaube nicht. Ich habe euch doch schon erzählt, dass man mich als von der Flur bezeichnet. Dort wurde ich geboren. Und die meiste Zeit wusste ich gar nichts von der Welt da draußen. Ich dachte, es wäre normal, in Gassen aus Eingeweiden und Gewebe zu spielen, sich vor Sklaventreibern in Venen zu verstecken und Tag ein Tag aus neue Irrgäste aus anderen Welten zu sehen. An jenem Ort habe ich gelernt, die Leute richtig zu verstehen. Eines Tages habe ich die Flur verlassen und bin hier in den Sargos-Klippen gelandet. Plötzlich musste ich feststellen, dass die Welt ein völlig anderer Ort ist, als ich es mir vorgestellt hatte, ein besserer Ort. Und daraufhin habe ich gelernt zu kämpfen. Deshalb habe ich gelernt zu kämpfen. Er zeigt auf sich selbst. Obwohl ich natürlich nicht gerade den Körper eines Kriegers vorweisen kann. Zumindest nicht im üblichen Sinne. Er lächelt und ein großer Druck baut sich in deinen Kopf auf. Bevor du ihn vollständig wahrgenommen hast, verschwindet er wieder. Ich bin kein gewöhnlicher Krieger. Niemand hier im fünften Auge ist das. Wir sind Mentale, Siona, Seher, Gedankenbieger, Nervenschlitzer. Wir sind Krieger. Die Einwohner des Sargos-Klippen haben es uns zu verdanken, dass sie nicht längst von unzähligen Bedrohungen verschlungen wurden, die sie selbst gar nicht wahrnehmen. Cerberus grummelt. Das würde sie in den Wahnsinn treiben. Sie sind ohnehin schon kein leuchtendes Beispiel für einen gesunden Verstand. Okay, da helft ihr mir leider nicht weiter. Schade, ich hätte solche Stücke drauf gehalten, ob mir vielleicht helfen könnte gegen diesen Gedankenschinder, aber es scheint so nicht zu funktionieren. Leto könnte ich noch fragen. Ich meine, die eine, der Clarion, hier hat gemeint, ob ich jemand hier kämpfen möchte, aber nee. Nur wegen der Erfahrungspunkte wegen nicht. Das wäre alles lebt wohl. So, ich komme jetzt noch mal kurz darauf zurück, was ich mir eigentlich gedacht hatte. Und zwar, ich habe es hier mit angesprochen soweit. Moment mal, ist O noch da? Das ist weg. O ist weg. Okay, ich dachte, ich könnte ihm noch mal sagen, ich denke, dass die Führerqualität von Leto jetzt sich bewahrheitet hat.
Und zwar würde ich gerne Folgendes machen. Ich habe immer noch diesen Junior-Kollegen hier stehen, der nicht weiß, ob er eine Körpermodifikation welcher nehmen soll. Das hat mir so keine Ruhe gelassen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich wollte auch schon fast recherchieren. Ich habe mir gedacht, okay, lass es gehen. Ich probiere es einfach. Ja, hier, Pico. Denn ich würde gerne Elegan, mit Elegan einmal sprechen und ihn dann aus der Gruppe entfernen. Ja, wartet ruhig und mit vorsichtigem Blick. Bevor ich das mache, würde ich gerne das Equipment, was er hat, einmal mitnehmen. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich den wieder ins Inventar bekomme. Alles, was er hat, bitte mitnehmen. Ich meine, das ist ein Streitkolben gewesen, ne? Nee. Du kannst waffenlos auch kämpfen. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Das heißt, es wird immer extremer, je öfter er das macht, ja? Mit dieser Markierung. Kann ich das hier plus... So ist meine die Zuneigung zu mir offenbar. So, da hier noch ein Amethystherz. Nehmen wir das mal hier. Das kann sie benutzen, sehr gut. Sie kann sogar alles hier benutzen von den Cypher. Nicht schlecht. Gut, denn ich möchte jetzt statt Elegant die Kollegin mitnehmen. Lass uns erstmal trennen. Und ich dachte, wir kommen so gut miteinander aus. Seine Stimme ist voller Ironie, aber sein Blick ist voller Schmerz. Aber gut, falls du mich wieder brauchst, ich bin in meiner Werkstatt in Schattenseite. Ah, okay, also Schattenseite. Denn ich würde gerne Kelestage mitnehmen. Ich möchte noch was probieren. Und zwar, ob Kelestage vielleicht Beziehungen hat bezüglich dieses Jungen. Ob der nicht vielleicht in diese... zu dem Gelehrtenbund gehen kann. Das wäre noch eine Idee, wo ich sage, okay, mach was aus dir, ne? Dann vergiss das Geld. Und dann punktest du, kann später viel mehr verdienen und dann auch alles machen, was er für richtig hält. Bevor ich das mache, gehen wir noch einmal hier kurzerhand einmal schlafen. Würde ich gerne machen. Ah ja, bla 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 bla. Ich würde hier gerne schlafen. Bei uns? Ja, ja, nicht schockiert. Das ist schon das vierte Mal, glaube ich, dass ich hier schlafe. Es ist nichts Neues. So, wir sind wieder vollgeheilt mit den Punkten. Ich habe übrigens das in Optionen so eingestellt, dass ich immer vollgeheilt werde. Das macht die Sache sehr viel einfacher. Auch von den Punkten her. Ich möchte eher wegen der Story spielen und nicht einfach so nur, ja, nicht der Kämpfe wegen, sonst ist das Spiel auch falsch aufgehoben, denke ich. So, wir gehen einmal hier hoch. Hier war die... Hallo, könnt ihr mich hören? Bin ich gemeint? Okay. Geh hier rein, ich möchte Kelestage mitnehmen. Ich kann, wenn Elegant in der Gruppe ist, Kelestage nicht mitnehmen. Die beiden schließen sich gegenseitig aus. Ich würde sie gern mitnehmen. Meine überwältigende Scharfsinnigkeit war wohl Grund genug, um euch zurückzubringen. Warum kamst du ausgerechnet hierher? Wo sollte ich denn sonst sein? Auf der Schattenseite. Hier sind wenigstens einige Denker, die mich fordern können, ganz abgesehen von den Bibliotheken. Was kannst du mir über diesen Ort erzählen? Der Orden der Wahrheit? Eine Kombination aus den klügsten Köpfen und strengsten Regeln, die ihr je gesehen habt. Zumindest, wenn es nach ihnen geht. Mal ganz unter uns, sie fressen den Sklavenbillion aus den Händen und würden es nie wagen, sich gegen ihre Gönner zu stellen. Was ich damit sagen will, ihr solltet auf euch aufpassen. Wollt ihr mit? Lasst mich meine Schwestern fragen, mein Kelestage. Ja, wir werden uns euch anschließen. Kann ich nochmal mit dir sprechen? Ich war hier ohnehin schon fertig, okay. Was kannst du mir über Koro sagen? Ich habe ein bisschen mehr Optionen jetzt. Er ist ein Schurke und ein Schuft und gerissen, was Numenera betrifft. Natürlich lange nicht so sehr wie ich. Klar, sie ist immer besser wie alle anderen. Sie hat ja auch zig verschiedene Realitäten. Hier, sie sieht sich rasch um, wie um eure Umgebung aufzunehmen. Er hat versucht, uns zu töten, nicht wahr? Sie schüttelt den Kopf. Er ist ein gefährlicher Narr. Gut, dass wir ihn los sind. Was kannst du mir denn über den Kult sagen? Widerwillig gebe ich zu, dass sie anscheinend die benötigten Antworten haben.
Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass sie so hilfreich sein würden. Okay, was kannst du mir über den Orden nochmal sagen? Es ist ein Ort der Wissenschaft, der Forschung, der Suche nach einem Weg, die Ketten, die die Welt uns auferlegt, zu erschüttern und eines Tages vielleicht sogar zu sprengen. Alle Mitglieder sind wahre Abenteurer. Andere, fährt sie beiläufig fort, wie unsere ehemalige Begleiter Elegan, haben weder das seelische noch das geistige Rüstzeug für hochfliegende intellektuelle Bestrebungen. Die gefällt mir jetzt schon. Irgendwie. Was kannst du mir denn über die Dendro-Hur sagen? Sie bewahren Wissen. Zweifellos eine wertvolle Tätigkeit. Allerdings behalten sie es auch für sich. Wir können noch keine Erinnerungen extrahieren, damit alle davon profitieren. Und sie schreiben ihre Entdeckungen nicht nieder. Sie zuckt beiläufig mit den Schultern. Ich verurteile Leute nicht wegen dem, was sie essen oder sonst tun. Was kannst du mir über die Kinder der endlosen Pforte sagen? Sie sind eine Splittergruppe der Dendra, die ihre Brüder den Krieg erklärt hat. Sie ziehen es vor, Leute zu töten, anstatt die Erinnerungen der Gestorbenen auf andere Weise zu bewahren. Ich habe mit einigen von ihnen gesprochen, aber sie waren mehr als verschlossen, was ihre Offenbarung ihres Glaubens betraf. Viele würden sie als unheilbar geisteskrank bezeichnen, aber das ist nur eine Frage der Perspektive. Gedanken scanne mal wieder. Schließlich stellen manche mich in ein solches Licht. Ja gut. Was ist denn deine Geschichte? Ach, du weißt schon, dies und das. Hochwohlgeborene Dame wird berühmte Gelehrte, ihre Kollegenschaft ist blass vor Neid etc. Sie sieht dich an, wie um dein Interesse an ihren Geschichten abzuwägen. Bin natürlich einzigartig, aber meine Geschichte ist es nicht gerade. Zweifellos würde sie dich zu Tode langweilen. Naja, mal schauen, wo bist du denn aufgewachsen? Hier, Liebes. Sie breitet die Hände aus und verführt eine grazile Drehung. Die Mauern von Sargus waren mein Käfig, bis ich ihm wie ein Vögelchen entflogen bin. Natürlich nur im übertragenen Sinn. Ich spreche vom Wissen, vom geistiger, nicht bloß körperlicher Wirklichkeit. Ich bin der großen Bibliothek rasch entwachsen und habe schon bald selbst Texte für sie geschrieben. Gedanken scannen, die Bücherei hat keine Antworten auf die Frage, die ich ihr gestellt habe. Wer sind denn all diese Echos von dir? Ich muss hier immer so an Rick und Marty denken, so zig Realitäten, die parallel laufen. Sie sind ich, wir gehören zusammen, Schwestern in unendlich vielen verschiedenen Realitäten. Wir teilen unsere Erfahrungen und unsere Kräfte miteinander. Wie sagt man, mit Erfahrung kommt Weisheit? Da muss ich die weiseste Frau in Sargus Klippen sein und in unzähligen anderen Welten auch. Sie lacht schallend. Ja, das war nicht ganz ernst gemeint, klar. Wie hast du denn Elegant kennengelernt? Es kann wohl nicht schaden, es dir zu erzählen, sinniert sie. Du hast dich in zahlreichen Unternehmungen als kompetent erwiesen und hier wird es nicht anders sein. Sie zupft unsicher an ihrem Ärmel. Ich habe Elegant kennengelernt, als er zum Orden der Wahrheit kam und um Hilfe bat. Natürlich war ich von seinem Dilemma fasziniert. Mehr als von ihm selbst. Sie lächelt geistesabwesend. Du musst wissen, er hatte seine Familie verloren und wollte sie zurückholen. Er brachte einen seltsamen Rahmen unbekannter Herkunft mit sich, der eine zentrale Rolle in seiner Geschichte spielte. Die Ignoranten im Orden waren mehr daran interessiert, Elegans Geschichte zu zerpflügen, als den Rahmen zu untersuchen, den er mitgebracht hatte. Diese Aufgabe fiel mir zu und ich nahm sie wahr. Und deshalb fühlte sich Elegant zu mir hingezogen. Schließlich wurden wir ein Liebespaar. Er war kompetent genug in Liebesdingen, wenn auch ohne rechten Enthusiasmus bei der Sache. Und das ständige Weinen, sie verdreht die Augen und greift theatralisch an die Stirn. Das erbärmliche, kindische Schniefen, wenn er dachte, ich würde schlafen. Sie schüttelt unglaublich den Kopf. Seine Familie war verschwunden. Mehr konnte er mir nicht darüber sagen und ich habe nichts herausgefunden, das sich ihm zu sagen lohnte. Das Ende hast du miterlebt. Ich bin mit ihm fertig. Okay, aber warum wartet ihr dann besonders, wenn ihr euch so schlecht verstanden habt?
aus Schuldgefühl, sagt sie. Zumindest bei ihm. Er wollte unbedingt jemanden retten. Für mich war es reine Zweckmäßigkeit. Sie schüttelt seufzend den Kopf. Meine eigenen Vorstellungen haben mich in diesen Zustand versetzt. Doch trotz des Zugangs zu tausenden Welten kam ich meinem Ziel nicht näher und meine Schwestern waren drauf und dran, meine Auslöschung zu planen. Sie lacht. Im Bestreben, mein eigenes Leben zu verlängern, stieß ich auf Visionen meiner selbst, die ihm ein Ende setzen möchten. Es ist wahr, einige der Echos wollten die einzigen Lebenden sein oder die anderen beherrschen. Und daher suchte ich einen Weg, um zu meinem ursprünglichen singulären Status zurückzukehren, wenn man so will, und meine Zukunft wieder selbst zu bestimmen. Ich fand einige Notizen deines Erzeugers, die von einer Maschine handelten, mit der man verschiedene Ichs vereinen, verschiedene Geister zu einer einzigen Identität verschmelzen könnte oder konnte. Natürlich schien das eine höchst willkommene Lösung für mein Dilemma zu sein. Leider waren seine Hinweise bezüglich des Standorts der Maschine im höchsten Maße nutzlos. Sie runzelt die Stirn. Elegan hat den Mann getroffen. Einmal nur, aber es ist einmal öfter als ich und ich war damals mit meiner Geduld einigermaßen am Ende. Zwingt erschöpft ab. Den Rest kennst du ja. Kann es sein, dass das die Maschine ist, die unten ist bei der Halle des wandelnden Gottes? Da müssen wir dann nachher nur kurz hinlaufen. Warum würden dich einige deiner anderen Ichs töten wollen? Sie überlegt einige Augenblicke. Ich weiß nicht, gibt sie zu. Ich habe versucht, vernünftig mit ihnen zu reden, aber sie sind dafür nicht empfänglich. Sie machen mich dafür verantwortlich, unsere aller Geister füreinander geöffnet zu haben. Aber wenn ich es nicht getan hätte, hätte es eine andere Version von mir getan. Sie lacht. Tatsächlich haben es zahlreiche meiner Ichs getan. Ich war keineswegs die Einzige. Vielmehr kamen wir in unzähligen Realitäten gleichzeitig zusammen. Okay. Was war zuerst, Rick and Morty oder war zuerst das Game hier? Sie schließt kurz die Augen. Manchmal frage ich mich, sie sieht dich an, als würde sie bei dir die Antwort finden. Ob es besser wäre eine der anderen Kettle-Statues zu sein und die Verbindung ohne Vorahnung oder gefragt worden zu sein, aufgezwungen zu bekommen, meine Erinnerungen, meine Geheimnisse in tausend anderen Realitäten offengelegt zu sehen, wissend, dass sie nie gegen mich verwendet werden können, aber auch, dass sie dennoch bekannt sind. Kelestage fährt sich erschöpft mit der Hand über die Augen. Ich habe also Verständnis für jene meiner Ichs, die diese Änderung oder Veränderung ablehnen. Wirklich. Es war genauso wenig meine Absicht, mich mit ihnen zu teilen, wie es ihre Absicht war, sich mit mir zu teilen. Der Unterschied ist, dass ich sie deshalb nicht vernichten will und ehrlich gesagt auch nicht denke, dass es große Auswirkungen auf mein Leben hier hätte. Das ist der eine Punkt, an dem wir uns möglicherweise niemals einig werden. Glücklicherweise sehen viele andere meiner Ichs die Sache so wie ich. Okay. Was erhoffst du dir denn davon, wenn du mit mir reist? Oh, so direkt? Dann werde ich mich auch nicht zurückhalten. Dein Erzeuger, der wandelnde Gott, war ein Nano mit unvergleichlichen Fähigkeiten. Deine Suche nach Antworten wird wahrscheinlich an mehreren Punkten seine Pfade kreuzen. Irgendwann muss er die Datosphäre durchgesehen haben und ich hoffe, seine Arbeit in Bezug auf meine eigene Situation studieren zu können. Ja, kurze Info, die Datosphäre ist so eine Art Internet, das quasi geistig die Welt umspannt, nicht sichtbar ist und nicht greifbar ist. Aber manche Nanos können aus dieser Datosphäre eben, ist wie eine Bibliothek, kann man einfach Daten rausziehen. Also eine Art Internet für unterwegs, ne? Ja, praktisch. Hätte ich auch gerne. Sie wedelt mit ihren Händen vor ihrem Körper herum. Ich bin, wie du es ungenau sagen würdest, eine aufkeimende multidimensionale Schwarmintelligenz. Jetzt muss ich mich noch entscheiden, ob ich dieses Experiment fortführen will. Meine Schwestern, sie sind ein Segen und ein Fluch. Einen Moment. Sie spricht sie an. Leise, ihr wisst, dass es wahr ist. Ich habe gedacht,
Ich habe es gedacht, daher habt ihr es gedacht. Wir haben Geheimnisse, wir haben keine Geheimnisse voreinander. Sie lächelt dünn. Siehst du, selbst in meinen Gedanken sind wir nicht allein. Wir suchen nach einem Abschluss sozusagen unserer Vereinigung oder unserer Individualität. Das Wissen deines Erzeugers über die Datosphäre würde wahrscheinlich meine Ausrichtung bestimmen. Wenn wir kein passendes Zuhause in der Datosphäre finden, müssen wir womöglich diesen Prozess terminieren. Aber das wird wiederum zu anderen Fallstricken. Was kannst du mir denn über die Datosphäre erzählen? Celestage lächelt sanft. Wie neugierig, aber gut. Ich bin nachsichtig mit dir. Sie räuspert sich. Eine frühere Welt oder Welten reicherten die Atmosphäre und den unteren Weltraum mit einem weiten Netzwerk von Computern und Informationsgeräten an. Ich glaube, dass die Alten dieses Netzwerk dazu benutzt haben, um über große Entfernungen miteinander zu kommunizieren. Vielleicht durch den Weltraum und die Dimensionen. Vor allem dieser letzte interessiert mich besonders, wie du dir sicher denken kannst. Wenn ich innerhalb dieses Raums eine Struktur finde, die eine direkte Geist-zu-Geist-Kommunikation ermöglicht, dann erreiche ich die wahre Vereinigung mit meinen Schwestern. Nun, ich sollte glücklich sein, diesem Fleisch zu entsteigen, obwohl es mir so gut gedient hat. Aber ist es das wirklich? Ist das wirklich möglich? Oder empfehlenswert? Das sind die Fragen, auf die ich noch keine Antwort gefunden habe und ob diese Antworten überhaupt existieren. Erzähl mir nochmal. Andere Fragen. Nochmal. Kannst du mir etwas über die endlose Pforte sagen? Waren wir da schon? Nee, sie steht im Zentrum des Glaubens der Kinder. Ob sie jemals in der Lage waren, eine solche Pforte zu öffnen oder nicht. Ihr Gesichtsausdruck bleibt ernst, doch die Echos hinter ihr lachen und schneiden Grimassen. Sie folgt dem Blick und sieht die Echos finster an. Zumindest ist mein Geist offen für die unzähligen Möglichkeiten, die diese Welt bereithält. Okay. Und wie geht's dir? Du hast Charme, und zwar viel mehr als die meisten. Ich könnte wohl sagen, dass ich deine Gesellschaft schätze, aber wir beide haben solch triviale Komplimente wohl kaum mehr nötig. Sie zieht deine Augenbraue hoch und wartet darauf, dass du weitersprichst. Dann gehen wir erstmal. Ich würde jetzt auf jeden Fall, das war jetzt ein guter Hinweis wegen den Maschinen. Ich würde einmal gerne durchgraben wieder zum Refugium des gefallenen Gottes. Oder des wandelnden Gottes, besser gesagt. Vielleicht kannst du mit diesen Maschinen was anfangen. Und zwar hier runter von den Stichos und dann von den Stichos quasi, oder von dieser Maschine, die runtergräbt. Kann man sagen, wir wollen in den Heiligtum. Schauen wir mal, was wir so machen können. Mal wieder schauen, wo wir hier hinkommen. Also, der Stichos-Robo, den benutze ich jetzt einfach. Ist die aus Prinzip so langsam, die Kelly-Stitch? Schneller machen, fertig werden. Lass mich nochmal kurz schauen hier. Ich habe ja vorhin einen Gegenstand bekommen. Das hier. ...50% Bewegungsgeschwindigkeit. Das heißt, ihr könnt weiter laufen, kämpfen. Habt zwei Geschwindigkeitspool. Checkaktionen und hätte mehr Schaden auf Esoterien. Das hier macht Wahrnehmung verbessern. Bringt mir das aktuell überhaupt was, wenn ich den rausnehme? Wahrnehmung. Dann habe ich nur noch einen Punkt. Das ist also nicht so optimal. Da ist Wahrnehmung durchaus sinnvoll. Und der hier oben. Täuschung verbessern. Ich werde eher selten täuschen, würde ich sagen. Kann ich das hier benutzen dafür? Negativ 2 Kraftpool verloren. Dafür 2 Geschwindigkeit. Mehr Esoterie-Schaden. Das hier wäre immun gegen Verwirrung geblendet. Kann ich den hier hochziehen? Noch nicht, aber gleich. Kann ich den herausnehmen? Und den hier oben rein.
Hier hätte ich dann verwirrt geblendet weg und schleichen. Ich muss gerade überlegen, wie ich jetzt die Sachen hier am besten nutze. Hier verliere ich einen Punkt in Schleichen. Ich werde wahrscheinlich nie schleichen. Hier war so der Negativ ziemlich egal. Die drei Widerstände waren nicht so optimal. Täuschen wäre nicht verkehrt. Hier mehr Geschwindigkeitspol. Ich würde gern den hier reinsetzen und den hier. Habe ich zwar negativ, aber das ist jetzt nur noch der eine Schleichenpunkt, ist halt verloren. Okay, das stürbe ich jetzt nicht. Das brauche ich jetzt so nicht. I have seen you die in countless realities. Should we add another one to that list? What did you just say? Ach, die unterhalten sich gerade, dass in verschiedenen Realitäten die Martine bereits ein paar Mal gestorben ist. Sehen Sie das? Okay, sorry, ich werde hier nicht sterben. Okay, ich möchte gerne einen Tunnel graben. Und zwar zum Heiligtum des wandelnden Gottes. Das hört sich gut an. Kann ich hier was machen? Da würde ich gerne mit dem Pico nochmal sprechen, mit dem Mutanten. Wer bist du denn? Was machst du da? Warum war hier einer? Öffnen bitte. Jetzt. Das war jetzt nicht gedacht, dass ich hier etwas schließe. Irgendwas platziert hier? Nee. Nicht wirklich. Okay. Hier mal rein. Schauen wir mal, was da noch passiert. Und das, oh Liebes, das hier gehörte deinem Erzeuger. Wir müssen es durchsuchen. Gründlich durchsuchen. Okay. Können wir hier irgendwas anfangen? Kelly Stitch? Kannst du da irgendwas... Oh. Das konnte ich noch letztens nicht aktivieren, oder? Das Gerät sieht aus, als sei es einmal Teil eines größeren Geräts oder eines Netzwerks von Geräten gewesen, das sich im Gestein unter der Stadt befand. Dicke Kabel verschwinden in Löchern in der Wand. Die Maschine gibt ein leises Summen von sich, das du gerade noch hören kannst. Anamnese. Es kommt dir seltsam bekannt vor. Kann ich herausfinden, wie das Ding funktioniert? Als du die raue Oberfläche berührst, öffnet sich ein Bildschirminterface, das aber nicht auf deine Bewegungen und Befehle reagiert. Der Bildschirm zeigt ein großes Gerätenetzwerk, mit dem er offensichtlich verbunden ist. Ist das der Nexus? Also nicht Nexus, das geistige Internet hier. Wenn du es richtig deutest, befindet sich irgendwo unter der Stadt ein großes Netzwerk aus Maschinen und Motoren. Mit diesem Interface werden sie möglicherweise gesteuert. Versuche es mal zu verwenden. Du tippst drauf, wischst drüber, brüllst es an und sprichst liebevoll damit, doch das Interface reagiert nicht im geringsten auf deine Befehle. Such's nochmal. Egal, was du versuchst, das Interface macht keine Mucks. Okay, ich muss erstmal mehr Erfahrung bekommen. Das sind auf jeden Fall Kabel hinten. Ob das auch noch so geht, kann ich jetzt benutzen. Das konnte ich vorhin nicht. Hier drüben! Kelestash gestikuliert aufgeregt. Eine Bewegung, die von ihren Echos mit unterschiedlichen Graden der Aufrichtigkeit aufgenommen wird. Dein Erzeuger hielt einen Zugang zur Datosphäre aufrecht. Das war ich gesuchte Begriff. Ich muss wissen, wie. Anamnese, versuch dich zu erinnern, wo die Notizen sein könnten. Cool, passt. 100. Ohne Punkte auszugeben. Ah, super. Du spürst ein Kribbeln im Schädel. Plötzlich beginnt sich deine rechte Hand wie von selbst zu bewegen und geht in einer hektischen, aber zielgerichteten Art nach unten auf den Boden. Neben deinen Füßen öffnet sich ein Fach im Steinboden. Darin befindet sich ein in Leder gebundenes Tagebuch. Studien über die Datosphäre. Dieses ledergebundene Text-Tagebuch ist mit verschiedenen Diagrammen, Notizen und Beobachtungen der Maschine gefüllt, die du in der Nähe der unter Sargos Klippen verkabelten Geräte fandest. Die Handschrift gehört deinem Schöpfer und sie verzeichnet seine Analyse der Datosphäre, das Informationsnetz, das die Luft der Welt umgibt und durchdringt. Einige Menschen bezogen Macht von der Welt, andere fanden eine Möglichkeit, Wissen in einem Augenblick zu ermitteln. Die Maschinen waren offenbar dafür vorgesehen, um das Bewusstsein selbst zu ermitteln oder zumindest einen rudimentären ersten Schritt in diese Richtung zu machen. Die genauen Schritte
sind undeutlich, obwohl jemand mit einem umfangreichen Wissen im Bereich des Bewusstseinstransfers oder künstlicher Intelligenz in der Lage sein könnte, seine Arbeit zu reproduzieren. Okay. Darf ich? Fragt sie und greift nach dem Buch. Und bevor ich hier etwas auswähle, machen wir an dieser Stelle wieder Schluss und es geht weiter beim nächsten Mal.